Herzlich willkommen zurück, Leute, beim lustigen Labyrinth-Spielchen. Ja, wir sind wieder da und Genau, jetzt ich kommt Black weiß and nicht, ob es eine White. Trilogie wird oder nicht, aber wir sind jetzt hier im vierten Labyrinth. Black and White. Und wir hoffen, dass es besser wird als das letzte Labyrinth, weil das war nicht so gelungen. Ja, mit dem Wasser war halt ein bisschen nervig, Und oder? wir Das mit wissen, was soll dem. eigentlich mit dieser komischen Spruch? Beware of Hole. Wir Also sollen. das sollte eines der schwierigsten Level sein, weil es wirklich anspruchsvoll aussieht. Und hier können wir schlafen, was wir nicht können. Also, der letzte Speicherpunkt ist praktisch bei dem zweiten Labyrinth. Das ist einfach gut zu wissen. Ja. Alter. Aber viel Ernsthaft? Spaß. Krass. Wie soll das Das sieht gehen? ja richtig gemein aus von deiner Perspektive aus. Das ist doch voll Von oben gemein. sieht das voll Also, ich angenehm habe keine Ahnung, wo aus. es weitergeht. Wie so ein asoziales Spiegellabyrinth. Sieht aus wie so ein Grafikbug. Wo geht's denn zurück? Gell, sieht aus wie ein Grafikbug. Wo ist der Ausgang? Aber das ist voll gemein, das anzuschauen allein Ich will so schon. Sackgasse. Ich habe keine Ahnung, wo das Ende ist. Aber ich spoilere jetzt auch nicht die Zuschauer Du hast auch keine und Ahnung, schaue es mir was. einfach von oben an. Wo Also doch, sollen. eigentlich sieht man es doch immer recht deutlich, wo Aber ich das müsste Ende das ist, auch oder? sehen, das Ende, oder? Siehst du nicht? Nee. Du Also siehst ich. gar nichts, oder? Das ist doch Nee. voll, das sieht aus wie so ein komischer Grafikbug. Ist ja echt Nee, ich so. finde hier gerade meinen Weg. Ich versuche mal in die Mitte zu kommen, weil in der Mitte ist echt Dieser immer die Weg. Lösung. Ich glaube, Mögt das ist ihr in der Mitte. Xavier Naidoo, also ich ja nicht. Was, Xavier, na du? Mag ich eigentlich nicht. Der Weg ist Ups. steinig und schwer. Das ist das Einzige, was ich von dem kennen will. Wie es aussieht, so mitten in der Landschaft, und wenn du dich umdrehst, siehst du auf einmal so ein TT-Ding, das ist voll Ja, geil. das war schon. Also ein Glaslabyrinth ist echt mal eine feine Sache, da hat er sich gut was überlegt. Ja. Da Also weiß ist einer der drüber. Entwickler, der. Der gute In welchem Land Mann. war das nochmal? Vergessen. Auf jeden Ach komm, Fall. ich bin ewig gegangen, es ist in eine Sackgasse, tja, sie. Tja. Ich doch, Mann. Das ist total falsch. Ich weiß, ich kann ja nicht Ich vorbeigehen. weiß. Ja, ich muss da zurück. Ja, ich mach's wieder weg. Ich wollte nur kurz erschrecken. Ja, ist voll lustig. Ich find's lustig. Weil Ja. du halt echt so, es ist so ein kleiner Schockmoment, ist es schon. Ja, nochmal. Das ist doch Okay. voll krass, oder da durchzugehen. Das war das krasse Erlebnis, mein Deal. Das sah auch irgendwie am anspruchsvollsten aus von oben. Das ist auch. Also echt gut designt hier oben mit diesem Eisen am Rand. Echt ganz schön. Boah, ich wollte gerade zu den Sonnenuntergang, wenn hier. Tja, das will ich auch. Das ist Nur bei schon mir ist er irgendwie nice. hässlicher als bei dir wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe ja den richtigen Weg gefunden, Wo bist du denn? ne? Ich bin dort, wo der Ast grün Ja, wo willst du denn zweigt. sitzen, ob du den richtigen Weg gefunden hast? Was sich gut anfühlt. Warum herzlich spüre ich den richtigen Weg? Okay. Spürt ihr auch den richtigen Weg, Leute? Schreibt es in die Ich spüre hier Kommentare. diesen Weg. Wenn es jeder Folge sein kann, das ist komisch schon. Aber wo ist denn der Ausgang? Ist da hinten ein Ausgang? Du siehst doch überhaupt nichts, oder? Sie ist da. Ich weiß nicht. Nee, das ist aber gar nicht, oder? Aber jetzt kommen ja auch Monster, oder? Verdammt. Stimmt, es ist Nacht. Du kannst kurz speichern, da oben, bevor du bei dem Bett. Ist eh wieder am Anfang. Du musst mich einmal. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ja, ungefähr. Ha! Warst schon mal fast da, aber. Echt? Du kannst ja mal deinen Kompass Aber ich komme zücken ja und gar ich nicht gebe dir ein zurück. paar. Zum Beispiel nach Norden jetzt. Nee, den Kompass habe ich letztes Mal weggeschmissen. Oh, das ist halt Weil ich schade. wollte es mal mit zu Cheat drin. Bin ich nicht mehr. Und was ist denn das hier? Oh! Oh! Was? Schau auf meinen Bildschirm kurz. Das ist doch gar nichts. Da geht's runter, das ist ein Es Loch. geht sich runter. Natürlich ist da ein Loch. Nein, da Da ist muss ich hin, da muss nichts. ich hin, Leute. Und ich Da ist hin. nichts. Ich bin da gerade hingegangen. Da ist nichts. Wo ich wieder jetzt hin. Ach, da ist ein Loch hier. Ach, da ist ein Loch? Ha! Ich hab's Ich hab's gar geschafft, nicht Mann. gesehen. Ich hab's Ich geschafft. dachte, es geht woanders weiter. Falsch gedacht. Brown Maze machen wir auch noch mal. Geil. Das machen wir auch kleiner, oder? Klar doch. Das ist mir sehr. Oh, das ist egal. Und können wir endlich mal schlafen, da freue ich mich mal richtig. Ich disconnecte kurz, oder? Kurz machen, ja. Dann wird's auch wieder Tag, das ist ja ganz nett, danke. Echt nett, dass du bist so wirklich. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt wieder auf mit Dann dem nehme ich auch Schwert in gleich der wieder auf. Hand. Joa, null. Was ist das denn hier? Oh, das sieht auch schwer aus, oder? Was ist denn das da Ja. hinten? Was ist da Das sind ein drauf? paar Hebel. Soll Kann ich ich dir lesen? vorlesen? Nee, ich hab nicht da. Ich hätte dieses lesen können, ich nicht. Das Was sagst du denn zu vorlesen? dem Labyrinth? Du sitzt hier von oben. Ein paar Ja, Kommentare es dazu? ist dieses Mal nicht so quadratisch, sondern es ist recht verwinkelt, aber es sieht nicht so schwer aus. Muss ich sagen. Ich Also weiß nicht, wo das Ende ist, aber. die Map, die Adventure ist richtig nice, also kann ich nichts sagen zu. Wie viele Labyrinths gibt es eigentlich insgesamt? Das wissen wir noch nicht. Doch, das sehen Sie doch bei mir, aber. Warum wieso fliegst du euch immer, du sollst eigentlich nur das eine zeigen, das ist echt gemein, Das das immer geht ja alles gar nicht. aufzu. Was soll das hier eigentlich? Dora One.
Was soll denn? Schwimmen. Was soll das hier, wenn ich hier drauf gehe? Dann geht Dorn 0 wahrscheinlich irgendwie auf. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das Labyrinth doch nicht. Mach ich bin ja zweimal drauf gestiegen, das war nicht so cool. Oh, 2. Ja, das ist natürlich. Oh, jetzt ist es aufgegangen. Und jetzt kann ich alle Türen öffnen, ist egal. Ich öffne jetzt hier mal Tür 1, oder? Binary Room. Binary, was heißt Binary? Genau, du aktivierst doch einfach mal alles. Ich mach jetzt mal Tür 1 an. Du machst einfach alles an. Sicher, das ist das Richtige? Keine Ahnung. Ja, ich muss mal. Wahrscheinlich ist es nicht richtig. Also weiter weiß ich, dass die Tür 1 offen ist und die beiden hier links gehen. Hier wird aber gar kein Redstone-Signal weitergeleitet. Hier die Tür 1 ist jetzt offen für mich. Ah, sehr gut. Ist doch schon mal der erste Schritt. Der erste Schritt ins Leben. Und hier Tür 4 muss ich doch nochmal. Weißt du, wo es zurückgeht? Nee. Weiß ich nicht. Tja, und Tür 3 ist auch falsch. Also 4 und 3 merke ich mir voll mal. Du hast gesagt, es ist einfach zu reparieren, das ist doch voll schwer. Ja, ich dachte, es wäre einfacher, aber es ist doch schwerer als gedacht. Das ist das Schwerste von allen bis jetzt. Was ist das hier? Okay. Du hast doch noch nicht alle aktiviert, oder? Nee. Tür 1. Schön. Wo ist hier los? Tür 0. Kein Problem, Leute. Ich habe ja alles im Griff. Oh. So, hier ist nicht der Raum. Und ich mache jetzt hier mal 3 und stehe nochmal um. 4. 3 war auch nur. Plus 3. Ach, 3 ist hier gar nicht. Ha! Da gibt's anscheinend. Und hier ist wahrscheinlich doch 2 und 3. Das haben sie wahrscheinlich verhindert. Lass mal so. Ja, und jetzt geht's hier nochmal nach links. Selbst im Blut, Leute. Was ist im Blut? Oh Gott, war ich zu Spruch. Keine Ahnung. Was ist denn Blut, Harry? Tja. Gut, sehen wir mal, Tür 4 ist offen. Und hier geht's weiter. Ah ja, da bist du ja. Ich verfolg dich mal hier. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sich das hier jemand irgendwie ganz anschaut. Natürlich. Ist irgendjemand von euch jetzt noch live von Anfang an dabei? Schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Ja, wäre interessant. Was ich alles in die Kommentare schreiben soll, das macht eh keiner. Und es wäre nett. Würde uns freuen. Ich glaube, ich bin gerade schon ziemlich am Verzagen, oder? Du bist aber schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Also du bist schon. Oh. Bist schon noch dabei. Ich bin verwirrt. Ich verstehe diese Türmechanismen nicht, aber sonst. Ach, hier ist noch mal ein Schalter. Ach, da gibt's noch mehr Schalter. Pa, diese versteckt im Labyrinth. Das freut mich jetzt richtig. Die sind versteckt im Labyrinth. Was für. Und du weißt nicht mal, welcher richtig ist. Da sind Slimes, die filme ich auch noch kurz. Ich meine, die sind ja. Sind ja hübsch. Ist Tür 4 richtig? Ist das dabei ist oder ist der Tür 4 einfach nur versagt? Tür 4, die ist total knülle. Hier gibt's noch einen Hebel. Ich glaube, Tür 4 ist, glaube ich, voll der Irrglaube. Oder? Könnte sein. Tür 4 ist. Ich verstehe das nicht so ganz, muss ich sagen. Du musst nicht die Türen öffnen. Ja, du musst einfach alle Türen öffnen. Ja, das ist eine schöne Sache. Das ist voll schwer. Und Tür 5 ist natürlich falsch. Und jetzt nochmal zurückgehen. Und das werde ich jetzt eh nicht mehr finden. Nee, hier ist die für Tür 5. Also Tür 5. Tür 5 ist woanders, sag ich dir schon mal. Ich war doch gerade bei Tür 5. Nee, der Mechanismus für Tür 5 ist woanders. Nee, echt? Das gebe ich dir als Tipp, weil sonst müsstest du es ja nie. Du bist sogar fast in der Nähe. In der Nähe. Ha. Das musst du ja wissen, sonst schaffst du es ja nie. Ich schaff's sowieso nie, glaube ich. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger, das ist gewohnt. Was ist die im Vierertrakt, weißt du? Im Vierertrakt? ja, die ist natürlich im Vierertrakt. Das sieht aus. Wo ist der Vierertrakt? Kannst du hinter sagen? Der Tür 4. Der Mechanismus, der ist im Dreiertrakt. Ja, geh jetzt nochmal zurück, wenn ich es finde. Mit der Vierertrakt habe ich jetzt schon relativ abgeklappt, oder? Ja, das ist war ich auch schon dran. Vierertrakt ich glaube, der Vierertrakt ist ganz klar. Der ist total sinnlos. Also. Der Vierertrakt, der führt zum Fünfertrakt. Ja, genau. Das ist der einzige Sinn vom Vierertrakt, glaube ich. Ja, die führen halt immer alle nacheinander. Fick, Trick oder Trakt? Wie magst du am liebsten? Ich glaube, Trak. Wer war das, der blaue, rote oder grün? Ich habe keine Ahnung. Achso. Ich mach zum Beispiel den roten am liebsten. Ah, ja. Also gehen wir jetzt nochmal zum Dreiertrakt. Den habe ich noch nie gefunden. Wo ist denn der Dreiertrakt? Du bist am Dreiertrakt. Oh, du bin hast ich gerade im Dreiertrakt. Hast es geschafft. Nee, jetzt bist nee, du. Ich bin hier gerade, glaube ich, im Nullertrakt. Bist du da? Oh, Dreiertrakt. Was soll der Müll? Oh, ein Loch.
Wie wer kommt. Das sieht voll mystisch aus, so ein Loch einfach. Also der dreite Tag ist schon sehr mystisch. Das ist ja voll das gemacht. Das ist ja lustig gemacht. Ist egal. So. Ja, man doch. Ich hoffe, ob das überhaupt funktioniert hat. Oh ja. Ja, es hat funktioniert. Jetzt kann ich endlich mal. Endlich mal wieder. Ich bin so immer wieder lustig. In den guten Vierertrakt schlendern. Damit ich dann einen Vierertrakt. Der Vierertrakt? Wir werden über das Wort Trakt erfunden. Den Trick zu trackeln. Damit Tick sich wohlfühlt. Genau. Ich geh nochmal in diesen. Ich kann den Weg gleich nicht mehr auswendig. Ich bin ja voll der Pro geworden langsam. Ja, du bist denn auch schon viermal abgegangen. Nein. Vielleicht geht's ja nicht hier irgendwo zum Fünfertrakt. Oder auch ja, nicht. Genau. Boah, du bist ja voll der Pro. War ich, und bin ich jetzt schon im Fünfertrakt? Ja, fast. Fast! Nein! Ah. Komm schon, du hast schon direkt davor. Fünfertrakt, ich bin nur nice. Du bist da am Fünfertrakt. Du bist zu dem Fünfertrakt. Neues Gebiet erforschen. Ach ja, hier gibt's dann den Hebel für. Ach, der Sechsertrakt kommt auch noch! Es gibt 11 oder das so. Das wollte ich jetzt mal richtig, das ist ja voll assoziativ. Aber der Siebertrakt ist schon offen. Echt? Ja. Der Siebertrakt ist uns offen. Der Zehnertrakt ist uns offen. Das ist nicht ordentlich gesoffen. Ich hab das Gefühl, wir müssen nochmal den anderen, in den Anfangsraum ran. Da ist der Exit dahinter. Wir müssen den Zehnertrakt öffnen, ein bisschen dazu. Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der? Jetzt ist nicht das Ding hier. Wie lange dauert es denn noch? Tja, der ist am Anfang so offen. Echt jetzt? Ja. Ja, das wäre ja jetzt lame, das dir nicht zu sagen, da suchst du ewig nach oben. Aber du warst eh ewig bis in der Anfangsraum. Also der Anfangsraum muss ich jetzt wieder. Ja. Also das will ich hier im Köln übertragen. Also sechster Tag brauchen wir gar nicht mehr. Muss man den 10er-Hebel schaffen? Jetzt packe ich das, kein Problem. Aber jetzt sind wir ja schon wieder am 4er-Trakt. Boah, ich hab's hier voll raus. Der 4er-Trakt, der ist dein Freund, glaube ich. Das ist schon richtig, also. Ich verfolge dich immer so cool von oben, so. Schau jetzt mal hier, Alter, ich bin auswendig gegangen. Traurig, dass ich sowas auswendig war, es regnet. Genau, jetzt muss ich nochmal in den Anfangsraum. Wo war der nochmal? Keine Ahnung. Das ist natürlich die Frage. Ja, was habe ich hier, ein 0er-Trakt? Oder 1er-Trakt? Genau. Sei ich nicht der Trakt, das trickt mich selber so ins Trick. Ja! Ja! 0er-Trakt, ich habe kein Schwert mehr. So, mal. Also, ich verbrannt. Genau, also das 10er, das ist nur 10. Ich hätte das gar nicht erst ummachen sollen, Schalter. Das war eine Lüge von dir am Anfang. Was? Jetzt kann ich nochmal versuchen. Jetzt ist ja, aber der ist gar nicht offen. Was? Echt nicht? Tja, ist ein leerer Glaube. Du hast mir vorhin gesagt, dass der offen ist. Ja, dachte ich auch, dass der aufgeht, wenn man die Hebel umlegt. Zweiertrag braucht man gar nicht, oder? Ich gehe einfach mal kurz in den Zweiertrag, den haben wir noch gar nicht besucht. Ich kann mal nichts verpassen, ja, ne? Bist du auch dafür, dass wir den Zweiertrag noch besuchen? Ja, ja, der ist wichtig. Ups. Genau, nämlich hier geht's dann zum. Ach, den 2 kann der gar nicht öffnen. Okay, hast den 2 Trakten aus 8, ne? Ja. Boah, langsam hab ich keine Lust mehr, das nervt voll. Ach so, jetzt hab ich das auch verstanden. Der 10er Trakt, der war nur eine Verarschung. Echt, Jesus? Ich glaub schon, ja. Der war nur so eine Verarschung, der ist überhaupt kein Ausgang. Ernsthaft? Was machst du denn jetzt schon wieder? Wieso machst du den 5er Trakt jetzt wieder zu? Aber nicht mit Absicht. Was war das mit TNT? Du musst das jetzt sehen. Ich bin in den 3er Trakt gegangen, auszusehen. Ups. Mein. Komm, das verwirrt mich voll. Ich hab keine Lust mehr. Okay, ich sag dir, so lang gehen musst, oder? Nee, ich werd's so einfach. Okay. Ich geb dir nochmal einen Tipp, geh nochmal dahinter, wo du vorhin warst, so in den. In welchem Trakt ist das so? Genau, also Einsatz ist so richtig, ist Einsatztrakt nicht richtig. Nee, nicht in den 5er, geh in den 4er-Trakt mal wieder. Was? Ja, ne, 4 und dann wieder in 5er. Ja, genau, das hat hier gefroren, das ist kein neuer Tipp. Und danke, dass du dir die Mühe machst. Der 4er-Trakt ist vielleicht beim Freund. In welchem Trakt musst du dann gehen? Ich glaube, dann musst du. Schwarz, weil ich hier schon einen 5er-Trakt. Dann musst du in den. Der 6er-Trakt. Ja, das ist der 10er-Trakt eine Verarschung. Ja. Bin ich mir recht sicher. Aber im 5er-Trakt kenne ich mich noch nicht aus, der ist fremd. Nur noch ein bisschen. Ich muss in den 6er-Trakt. Nicht in den 7er-Trakt. Nee, du musst in den 6er-Trakt. Ja, ich muss in den 7er-Trakt. Warum musst du gleich wieder anfangen?
Also in den 6. Tag, komm ich da überhaupt rein? Nee, da muss ich im Anfangsraum gehen. Boah, das ist doch scheiße. Tut mir leid. Ich finde das traumhaft. Ich find's langsam nicht mehr lustig. Nochmal zurück zum 4. Tag. Ja, erzähl doch mal, was uns Lustiges. Hier war gerade eine Wand weg. Ich hab die wieder erzähl doch mal von deinen Plänen. Ja, meine Pläne. Also, wir haben jetzt offiziell, wir können mal für die Permanenten sagen, wir haben jetzt offiziell endlich eine Ferienwohnung, sogar in Köln ergattert. Für die Sparfüchse. Recht echt billig, damit sogar wir es leisten können. Und wir kommen dann richtig geil zum Video Day. Also, richtig nice dann. Die können uns ich glaube kaum, sehen. Dass das irgendjemand interessiert, aber ja. Was denn? Ich bin wieder erst am Anfang. Okay. Ja. Kannst du kurz schlafen? Nee, sinnlos. Also den 6. Tag. Warte, ich schau lieber mal, ob das überhaupt geht jetzt. Hey ho. Ja, das geht. Let's go to the show. Ho 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 ho. Genau, also Köln wird eine super Sache. Ich freue mich schon richtig auf Köln. Ich weiß nicht, ich freue mich da wie so ein Erlkönig drauf. So ein Erlkönig, genau. Ja, finde ich auch. Verständlich. Erlkönig, ich habe da nie irgendwie für irgendwas wie ein Erlkönig. Boah, ich hätte gerade einen Vierertrag verlaufen. Es regnet. Was denn, ja. Das war faul. Regen. Kann man denn so dumm sein, dass sich ein Vierertrag verlaufen? Das ist ja peinlich. Ja, das ist natürlich echt peinlich. Ja, wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Sonst auch noch sich meine Vierertrag, den kennst du doch. Ja, gerade eben wahrscheinlich doch nicht. Ich meine, das ist dein Freund. Wer hat mich verraten? Hat mich verraten. Aber du bist fast beim 6. Tag jetzt. Boah, ich kotze gleich, das macht mich voll. Mach doch mal ein paar Fackeln, denn du hast doch Fackeln kommen, ist so schön. Dann weißt du ja wenigstens, wo du schon warst. Das bringt mir überhaupt nichts. Wie würdest du spinnen? Oh, du bist da. Nee, doch nicht. Ach, hier ist der Eingang vom. Doch, 7er Trakt bin ich hier. Ach, ich bin ja schon im 5er Trakt, oder was? Du bist gerade im 5er, ja. Ich dachte, über diese drei Spinnen. Ich habe gerade gemerkt, dass ich in den 5er Trakt gegangen bin. Drei Spinnen. Die können aber alle nicht rein, weil der Weg eins breit ist. Ja. Voll geil, wie so aussieht von da oben, Mann. Ja! 6er Trakt! Hast du es dahin gemacht? Ich? Den TNT? Ja. Ja, aber der davor offen war. Sollst du nicht offen sein? Nee, ich bin nicht. Boah, ich will aber rein. Wieso machst du es mir eigentlich noch schwieriger? Ich mach's doch nicht noch schwieriger, ich möchte nur, dass du den richtigen Weg gehst. Das sollst du hoch, Mike. Ich glaube, du machst es schwieriger für mich. Ich mach's nicht schwieriger. Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir ganz ehrlich gar nicht so sicher, wo der Ausgang ist. Ha. Lang dauert die Folge schon, aber ich habe mir immer gesagt, Überlänge von der ist ja kein Problem. Wenn man es einmal sagt, es wird Überlänge, dann kann man auch Überlänge machen. Nee, du musst da wieder raus. Also du musst schon im 6er Trakt bleiben, aber du musst dann woanders hin. Jetzt, ich hab hier einen guten Riecher, glaube ich. Meine Nase riecht sich gut und Tor 11! Keine Ahnung, was Tor 11 ist. Ja! Ich folge dem Redstone, darf man das überhaupt? Red Maze! Oh, oh, oh. Ja, auf jeden Fall. Das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, servus Leute, bis dann bei Red Maze.